Meine Damen und Herren, willkommen zurück im Ring zum nächsten Titelkampf des Abends im Halbmittelgewicht. Walk-in für den Herausforderer aus Serbien, Nikola Stevanović. Welcome to the ring, the challenger, Nikola Stevanović. Die blaue Ecke gegenüber gehört dem Champion, meine Damen und Herren. Hier kommt Alex. Willkommen, Alexander Abraham. Im Ring, Alexander Abraham. Sauerland Event präsentiert Ihnen den nächsten Titelkampf des Abends. 12 Runden Profiboxen um die Osteuropameisterschaft im Halbmittelgewicht. Supervisor von der FVA, Präsident Willibald Palatin aus Wien. Und vom europäischen Boxverband Igor Mazurov aus Russland. Geht der Kampf über die volle Distanz, entscheiden diese drei Punktrichter.
Zvonko Rukavina aus Nivice, Kroatien. Sören Saugmann aus Kopenhagen, Dänemark. Und Guido Cavalleri aus Bergamo, Italien. Und wenn die Glocke ertönt, dann ist dieser Mann der alleinige Chef im Ring. Ringrichter Howard Foster aus Doncaster, England. Und hier sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Der Herausforderer boxt aus der roten Ecke in weißen Hosen. 21 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 69,2 Kilogramm. 1,83 Meter ist er groß, Profi seit dem Jahr 2004. Seine Statistik: 17 Kämpfe, 16 Siege, 6-mal durch Knockout, ein Unentschieden aus Belgrad, Serbien, Nikola Stevanović. Der Mann mit dem Gürtel boxt aus der blauen Ecke in schwarzen Trunks. 27 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 69,9 Kilogramm. 1,73 Meter ist er groß. Profiboxer seit dem Jahr 2003. Seine Bilanz: 24 Kämpfe, 23 Siege, 16 Mal durch Knockout, ein Unentschieden. Sein Coach, der Trainer des Jahres, Uli Wegner aus Berlin, Deutschland. Der amtierende Osteuropameister, Alexander Abraham. Wer verlässt mit dem Gürtel des Champions den Ring? Stevanović oder Abraham? Die Antwort jetzt aus Riesa in Sachsen. Okay, lads, both know the rules. Keep it clean, break straight away when told. Both you watch your heads. Good luck to you both. Touch gloves. Good luck, lads. Bravo! Hey.
Alex, in der Ruhe, erst atmen, erst atmen. Ein bisschen Wasser, wissen. Erst atmen. Nochmal. Alex, hör mal zu. Du musst hören. Wenn du die Doppelte machst und er gibt ein bisschen Luft, zieh doch den Aufwärtshaken runter. Das ist zu knapp. Ja? Und dann für irgendwann richtig, aber mal wieder. Hup, wieder mal stuppen. Ja? Ja, du musst den rechten Aufwärts, das ist gut. Kontrollier dich besser in den Schlag, dass du nicht so wie in der Luft hast, ja? Gut. Wieder Führung sein hinführen, aber der muss kommen. Der muss kommen. Rückfall zur zweiten Runde. Round 2. Mein Junge, schön atmen, so will ich. Kleiner, wenn du jetzt dran bist, du bist so schlau. Wenn du jetzt dran bist, du drückst dir ins Ei, mach Rückschritt und zieh den rechten Aufwärtshaken runter. Kannst du doch. Nicht reinigen. Und dann wieder zumachen. Immer wieder aufpassen. Etwas geschlossener sein. Hast du gehört? Gut. Nochmal.
Führung sein ist doch gut. Aber du musst doch auch mal zwischendurch richtig akzentuieren, das heißt hart. Ja. Gut, dann wieder Ruhe. Aber du musst die Luft machen und dann ziehst du einen rein. Halb Rückschritt, dann ziehst du ihn ein. Verstehst du? Komm, mein Kleiner. Erst mal unten. Erst mal unten schieben. Und die kann mit rein. Komm. Se sabija, moraš da ga kačeš dole. Razumeš? Opali 3-4 aperkata dole. Diš, čak. Mora očku. Aha, diš. Dobro. Diš, diš. Đorika, slušaj srce. Uvuci ruke kad si blizu. Nemoj preko njega, nego uvuci pa desni aperkat u ruke. Diš. Toni, gotovo je. On je već ritmo. Vidiš i sam. Šta? Si lud, bre. Nemoj da me nekveš da se opude i pojedinaš pa se vata. Koki nema, izgubio ritam, bre, totalno. Und Alex, nicht so sehr die Hände runter. Kannst mal erholen, wenn er ja, raus ist, aber dann wieder 1-2. So. Siehst du direkt den Gegner? Das ist ja unwahrscheinlich. Ist aber gut. Hör ein bisschen auf mich, ja? Okay. Gut.
Don't hold, come on. Break, step back. One step back. One step back, come on. Right, and work. Turn left. Turn left. Come on. Box off. Finde ich auch, aber trotzdem immer konzentriert bleiben. Machst du gut, Anfin, machst du alles. Machst du gut. Sparsam boxen, wieder. Hörst du meine Worte? Ja, mein Schatz. Das ist gut. Ist gut, mein Kleiner. Bist der Fivikus. Also eins hast du nicht gemacht. Man rückt schon dann noch mal eine untersuchen. Was hat für die Kraft? Na gut. Ihr müsst ja noch Kraft haben in der 14, 15. Runde, nicht? Na gut. Aha, das werden wir noch kriegen. Alles klar, Beine lang. Schön hingucken, schön hingucken. Ja? Zur fünften Runde. Da, 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 da
geht schön aus der Linie. Aber pass mal auf. Schnell wieder im Stand kommen, richtig, ja? Okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Schnell wieder die Beine ausrichten, ja? Das ist wichtig. Aber du, nee, hau den Haken nicht. Tu erst mit der Führungshand liegen, Haken. Hier, du musst erst die Führungshand. Ja, du haust so oft in der Luft. Hast du gehört, mein lieber Freund? Der haust die linke gerade und die rechte nochmal auf. Und die rechte gerade. Hast du den? Passt wieder durch. Nee, gut, ja. Junge, Junge, Junge. Weiter durchhalten, hast du Kondition wie Löwe. Oh. Du guckst zur Uhr, Omi, mein lieber Freund. Round 6. Komm mal klar. Oh. Aufpassen, ja? Clear the ring. Hat er wieder, ne? Zu Ruhe zu nehmen, eine Runde muss man etwas geschlossener werden, weil die Reflexe nachlassen. Hörst du das? Okay. Du musst geschlossen werden, weil die Reflexe nachlassen. Denk bitte so dran. Okay. Nicht zu offen. Hast du gehört? Hab nichts dagegen, wenn du in einer weiten Distanz bist. Aber dann musst du etwas geschlossener sein. Du hast gesehen, ein paar Mal hast du den linken Haken genommen. Nee. 20 Meter, das war vorher schon gut. Nee, war vorher schon, hab ich gar nicht gewusst. Hab ich doch sparige Erinnerung gehabt. Atmen. Also ein bisschen geschlossener bleiben, hast du gehört? Gut. Und dann, wenn der Ecke steht, dann richtig zumachen. Nicht so, ja? Gut. Aber teilst du schön ein. Komm. Genau.
So, du musst, pass mal auf, wenn er jetzt unterbricht, gehst du Rückschritt und dann musst du mal einen Überraschungsangriff machen. Verstehst du das nicht? Und dann kannst du wieder ausholen, dann kommst du zu uns wieder, guckst du das besser an. Machst du gut, dass du dann rausgehst. Ja, das machst du schon gut, aber wenn der Spreck nach Rückschritt, da wartet er jetzt nicht drauf. Da machst du mal ein richtiges Ding. Bam, bam, linke gerade, rechte aufwärts. Hast du gehört? Dann bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, sag ich dir. Auch ein bisschen Wasser geben. Hast du gehört? Wait, five, one.